Hallo, ich bin's, dein Onkel Argeil. Und ich hab daneben geschlagen. Nein, wir sind wieder in einer neuen Folge 7 Days to Die mit den Grandparents. Und da sind sie. Dann sind die drei lustigen zwei, die heute zu viert sind. Denn wir haben einen Neuzugang. Ich begrüße die Tanja. Hallöchen. Ich begrüße die Anja. Hallo. Ich begrüße den Edi. Ah, und hallo. Ich begrüße den Mysterious Mr. G. Guten Tag. Ja, Leute, ihr werdet euch wundern, was wir hier so machen. Wir wundern uns auch. Problem ist, unser Server hat sich, ja, irgendwie, keine Ahnung, wieder, oh, da drüben laufen Zombies, wieder von selbst auf Null gestellt. Nicht auf Null, aber ab Tag 1. Wir waren wieder Tag 1, 8 Uhr. Ja, gut, dann, ja, also fangen wir halt wieder von vorne an. Ist ja nicht weiter das Problem, denn wir waren ja sowieso noch nicht so weit. Und wir haben jetzt noch einen Helfer, beziehungsweise Helferin, ein Schwein, also nicht die Helferin, ein Schwein, sondern da vorne ist ein Schwein. Und dann geht's noch schneller. Und ich hab daneben geschossen. Geht's nicht. So, komm her. Dich krieg ich noch. Oh, das neue Glied in der Kette gibt aber komische Geräusche von sich. Das sind wir ja auch gleich richtig hier, ne? Genau, denn wir haben schon ein Dörfchen. Das haben wir uns ercheatet. Nein. Die Puderosa Red. Das hat die Tanja beim Herlaufen gefunden. Mhm. Hat's mitgebracht, ja, genau. Genau, eingesteckt und mitgebracht. Ja, ja. Rucksack gepackt und mitgebracht. Ja, genau. Sonst passen nicht mal 5 Dosen rein und dann ein ganzes Dorf mitnehmen. Und der ich, hat, der kann. Genau, ich hab's geschafft. Ich bin nämlich schon mal wieder Biohazard-Dingsbums. Ja, ist man ja, ist, ja. Genau, ist man ja gewohnt von mir. Gut, dann werden wir mal. Dann werden. Ja. Na, ich hoffe, das wird noch. Dann werden wir wohl mal anfangen zu gucken, was hier so los ist. Und unsere Freunde, die wieder Thriller tanzen. Wer schreit? Ja, das ist. Die schlagen so schnell zu, dass man es nicht einmal sieht. Ich bin so kacke mit dem Bogen. Ja, ich auch. Deshalb benutze ich den Notausgang. Den Notausgang. Ja, ich habe das nur gemacht, damit ich super Biohazard bin. Nicht mehr Biohazard bin, ja, jetzt. Der gerade der Geschäde. Oh, guck mal, da liegt auf der Baumwollpflanze Rucksack. Baby. Oh, ich bin cool. Ich bin direkt cool. Ich bin cool, ja. Ich bin direkt im Örtchen gespawnt. Ja, geil. Ja, nice. Ich habe jetzt eigentlich schon auf eine ellenlange Umlatscherei gepasst. Genau, aber Ich treffe die Biester nicht. Ist das nicht schön, der Rucksack so auf dem Dingsbums so? Ja, das ist schön. Schön platziert. So, auf dem Busch, genau. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Danke. Bitte. Ja, wieder kräftig kräftig auf den Busch geklopft. Ach ja, übrigens, meine Taschen sind fast voll. Schon wieder. Sensation! Welche Neuheit! Ja, passiert nicht oft bei mir. Mr. G, ich habe hier ich habe hier schon mal ein Splint für dich. Für mich? Verwechselst du das gerade, wen ich noch zu? Nein, nein. Nein, passt nein, schon. Nein, passt schon. Nein. Wir sind überall Zombies und ich hätte ein Schwein und ich hätte ein Reh gefunden. Ich aber ein Reh? Aha. Gucken wir mal, ob ich gleich was zum Schießen finde. Danke. Bett geklaut, wer ist eigentlich drin? Ich. Okay, passt schon. So, Leute, wir können aufhören zu spielen. Ich habe das Spiel soeben durchgespielt. Was? Natürlich. Ah, cool. Ich hätte hier noch ein Hunting-Rifle-Buch.
Möchte das jemand? Da drin? Ja, hier. Boah, sag mal, wir lernen hier alle. Ich? Ich habe jetzt das Spiel leer gelernt. Genau, zuerst einer schlau machen, die ganzen Bücher lernen und dann auch im Dreck wühlen. Das ist alles schon... So gehört sich das. Genau. Und außerdem bin ich jetzt an Gefährlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Ich habe jetzt ein Stück Holz in der Hand. Sieht seltsam aus. Was zum Zombie-Sauen gefunden? Fall doch mal um, ich treffe dich doch andauernd nicht. Nee, ich bin gerade schon umgefallen, ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, irgendwie. Zappel so komisch hier. Ja, sie stehen doof rum und sag ja, Quiller heute wieder hier. Tun nichts, was sie tun sollen. Ja, sterben. Ja, das können sie sowieso. Klasse, oh, Wasser. Bücke dich, mach dich glücklich. Geh mir von der Wäsche. Ja, super. Okay, entschuldigen Sie bitte. Oh, ich glaube, die hat Silikontippen, da ist das Blut gespritzt. Nee, dann wird. Nee, die. Stimmt, da würde das Koch, die Kochsalzlösung wird dann auslaufen. Genau, genau. Sag mal, wie viel Pfeile frisst denn der? Oh. Dann machen wir uns noch eine Stone Axe. Na endlich. Ja, ich würde sagen, wir quartieren uns dann wieder in so einem großen Ding ein, oder? Ja. Besser ist das. In so einem großen Ding da? Im großen Ding da. Und welches tätet ihr dann bevorzugen? Gute Frage. Das hier mit dem gelben Auto? Ich weiß es nicht. Wer ist denn jetzt reingekommen? Ich. Hab doch gesagt, Hallöchen. Ach, hallo. Nina. Hallo, Nina. Die Nina im Let's Play. Ja. Ja, oh. Herzlich willkommen. Oh. Ey. Ja, jetzt zu spät. Ja, jetzt... bist auf Ewigkeiten ist jetzt dein O ja. Genau, dein O ist A. Dein genau, so also, ja. Also das heißt jetzt wieder anständig sein, ja? Nein. Wir verlangen nichts Unmögliches nicht. Von dir. Haben wir denn eigentlich sonst noch ein großes Haus außer dem da vorne, oder? Ich sehe sonst hier keins. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Also ich bin jetzt in das mit dem gelben Auto reingegangen. Ja, gut, dann... Ja, dann nehmen wir das doch. Ja. Da habe ich die untere Luke aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Die untere Luke habe ich aufgemacht. Die Futterluke? Nee. Okay. Wow. Das ist eine obere Luke. Das ist dann wohl das Falsche. Es sei denn, du fütterst jemand anderen damit. Das ist dann wieder was anderes. Also ich habe hier noch eins mit einem Eisenauto. Ich bin falsch. Oh Gott, und ich habe viele Zombies. Oh Gott, oh Gott. Ich habe auch einen Zombie gefunden. Einer? Ja. Das war hier rüber zu mir. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Ja, gut, und ich habe kein Holz mehr. Ups. Und gut. Naja, gut, ich hatte ja sowieso noch nie Holz. Ach, das ist wieder so eins. Okay, gut. Na gut. Das ist ja schon klasse. Sie steht mit dem Rücken zu mir. Hä? Ich hau sie, sie sammelt mir eine und steht mit dem Rücken zu mir. Anja, wo bist du denn? In dem Haus. Also es ist noch jemand neben mir, ich habe aber nicht geguckt, wer es ist. Es könnte Tanja gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade Aber ich weiß nicht, wie du da schmerzlichst vermissten Samen gefunden. Reingekommen bist. Den Kartoffelsamen. Habe ich auch einen. Oh, ich habe eine ganze Kartoffel. Ihr seid echt eklig. Kartoffel. Kartoffel, die Eier drücken hier. Irgendwo latscht hier wer. Ja, ganz dicht. Ja. Ich komme jetzt rein. So, gut. Zack. Ich treff die Tussi da hinten nicht. Na ja, jetzt komm ich hier. So über die Nina, also weißt du. Ich bin gar nicht da, ja? Guten Tag. So. Genau, Fötzchen ist nicht an Bord. Boah. Hör auf, Fötzchen zu nennen.
Hat er das schon wieder gesagt gerade? Ja klar, hat er das gerade gesagt. Dann geht's noch. Nein! Na, endlich habe ich sie mal getroffen. Nein! Ich glaube Tag, doch. Am Rumzucken ist. Verstehen halten würden, ne? Ja. Halt. Das ist wie eine Ehefrau, die Zombies, ne? Die halten auch nie dann still, wenn sie sollen. Och, endlich habe ich sie kaputt. Innocence? Wer hat denn jetzt hier die Scheibe eingeschlagen? Welche Scheibe? Die Mattscheibe. Ach, über mir. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Bist du hier unten noch, Anja? Nein, ich bin jetzt gerade hochgegangen. Ah, okay. Obergeschoss. Du doch gerade waren wir vorbeigeflitzt. Ja, ich dachte mir, da unten sind schon genug zum Looten. Guck mal, ich habe was zum Anziehen gefunden. Hallo? Okay. Ich habe nämlich das selber nochmal gefunden. Ich brauche Hilfe. Cool. Ich kann gerade nicht. Danke. Achso, halt. Aber erst. Irgendwie verhalten sich die Zombies hier auch seltsam. Ja. Ja, gell, die schicken Freundschaftsanfragen. Ja, posten auf Facebook. Nee, das Fleisch mag ich nicht. Weg damit. Er braucht Hilfe, Schweine. So was posten sie? Ehrlich? Ja, das sind voll böse und so. Brauchst du immer noch Hilfe? Ja, das wird immer mehr statt weniger. Ja, ich bin doch schon da. Ah, okay. Das Gesocksi hier aus der Flurstraße. Kennt hier keiner. Die Straße. Gott sei Dank. So, Wer hat sich da gebildet? Was? Keiner gebildet. Level up. Level up ist auch gerade. Highscorer, ja... Baby. Was? Oh yeah. Was? Oh, Bein. Nein, ups. Nein. Nein, nein. Hat hier bei mir an die Tür geklopft. Bitte? Die Schlampe hat mich geschlagen hier. Kamel. Ja, wie geht denn das? Ah, ein Höschen. Wie willst du mir erzählen, dass du mich hauen kannst? Sag mal. Alter. Diese Zombies, ne? Aua. Ja. Ist klar. Weißt du, ich habe jetzt schon jede Menge Zombies gekillt. Und nicht einer hat einen Knochen einstecken. Das kann doch nicht sein. Willst du einen haben? Ich habe einen zu viel. Was willst du denn mit dem Knochen? Dein Messer draus machen. Ach so. Stimmt, mache ich doch jetzt auch glatt mal. Hab ich auch, ja. Weil meins ist gleich kaputt. Auch schon mal. Öl finde ich. Aua, jetzt blute ich auch noch. Ich habe einen Verband, wenn du brauchst. Ich habe zwei, danke. Hat einen gefunden bei der Krankenschwester. Ich wollte was aber essen erst. Sorry, aber wenn ich jetzt nochmal irgendwo drauf hau, bin ich tot. Warte mal, ich laufe mal hier zurück in mein Bett hinsetzen. Ups. In die Tür gerannt. Oh, ein Hirsch, ein Hirsch. Ich hab noch eine Hose, falls jemand eine Hose braucht. Ja. Eine anschauen, okay. Danke. Nacketei, er führt seinen G-Punkt spazieren. So, ich hab noch einen Hirschen. Also zum Essen, da sieht's im Moment relativ gut aus. Jo. Ups, ist ja... Soll ich hier oben schon mal ein Campfire machen? Ein Dach. Oh ja. Ja, kannst du schon mal machen. Gut, ja. Na klasse. Der Knüppel kaputt. Das Messer kaputt. Na toll. Nichts kann er. Nichts kann er eben. Echt. Nichts. Die kann man nichts machen lassen. Echt, das ist. Schatz, komm mal her. Warte. Hier bleiben. Da. Na. Wirf doch schon. Jetzt. Geruhig. Schon mal meine Häschen hier. Stone Axe. Kann ich denn mal verbrennen? Ah, okay, ich hab wieder kein Gras dabei. Guck mal unten in dem anderen Stockwerk. Sind so gelbe Couch. Ja. Die brennen sehr gut. Das ist wahr, aber ich brauche ja hier nur für 30 Sekündchen was. Ja. Geht schon. Was? So, dann halt erstmal Bett setzen. Ich habe dann auch noch einen Schlafsack übrig. Ich hab mein Bett einstecken. Jo, ich hab mir halt auch jetzt eins mitgenommen. Aber ich hatte mir halt vorher schon einen Schlafsack gemacht, den kann ich noch verschenken. Achso, siehst, Schlafsack wäre gute Möglichkeit. Ja, schon. Könnte ich mir auch mal eine machen. So, das Erschreckendes bitte ich, wo ins Haus kommt.
So, Painkiller hätte man mal schon. Ja. So, dann sammeln wir mal Sofa ein. Ja, aber so richtig viele Iron Fragments geben die großen Steine nicht mehr. Finde ich. Zerkloppt lieber die Fernseher. Und die Klimaanlagen und so weiter. Oh, Nina, ich habe deinen Schmuck gefunden. Und du kannst aus Kühlschränken, Aktenschränken und so auch Scrap herstellen. Stimmt. Und da kommt auch eine ganze Menge raus. Oder hier diese kleinen Motoren, wenn man die findet. Wenn man die findet. Ja, ich meine ja nur. Also. Ich könnte natürlich auch die Eisenträger zerkloppen. Was hast du gefunden? Wieder diese Fischdinger da, diese... War klar. Hast du Material, Tanja, für eine Kiste oder sollen wir erstmal die Box hier missbrauchen? Ich habe leider noch kein Material. Ja, ich habe nämlich auch nichts. Dann schmeiße ich hier mal Kram rein. Spielt ihr auf eurem Server nicht mehr, oder? Wir machen Let's Play. Das ist ein Server von Onkel. Dann spielen wir auf unserem Server. Wir sind doch sonst regelmäßig drauf. Jo. So, Bier. Dann lege ich auch mal den Schlafsack da rein und die Hose. Kann man mit dem Stick auch Wasser, normales Wasser abkochen? Nee, Dosen. Also würde ich sagen, gehe ich mal einen Kochtopf jagen. Ja. schmeiß ich. Nee, das schmeiß ich habe einen Kochtopf. Ich komme. Sehr schön. Weil das ist cool. Ich hätte schon der Witz ist langsam so. Nö, ausgelutscht. Aber hast du irgendwas Brennbares dabei? Ja, ich habe das Sofa eingesammelt. Immer Feuer in mir. Was? Entschuldigung. Gut, weil ich habe 6 Wasser. Die kann man mal abkochen. Achso, hups, sind ja 2. Ein bisschen Ordnung machen hier. Ordnung ist das halbe Leben, stumpf. Yeah. Achso, dann könnte man ja vielleicht mal da hinten... Mach uns mal ein Nachttischchen. Ach ja. Na toll. Ja, genau, ne? Finde ich aber schick, du. Ja, noch, ne? Fehlen mir noch die Kisten Blümchen hier drauf. Nee, haben wir noch nicht. Ich verschwein mal in die andere Ecke. Hat jemand von euch ein Rohr? Nein, ich habe sogar schon 4, ja. Ja. Gut. Ja, ich habe ein Rohr. Ja. Ein, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich fülle die 6 Wassergläser ein hier Metallrohr. Auch noch auf. Ah, ach okay. Ja, die habe ich jetzt da reingelegt und habe sie gar nicht mehr bedacht. Nö, nix. So, ich habe da mal 3 Kisten hingestellt. Bist unsichtbar bei mir. Ja. Es sind nur die Kisten. Ah, jetzt ist er da. Die Kisten sind von alleine aufgetaucht. Ich eben bin ein Hexer. Oh, ja, da musst du aufpassen. Ja. So, in Jans linke Kiste packe ich mal alles, was so mit Essen zu tun hat, rein. Mhm. Und was mit... Oh, bleib heute stehen, Scheißhirsch. Nö. Ja, das hat er gehört. Oi. Entschuldigung, das war die Dose Chili. Schaut ja. Kann ja mal passieren. Herzlich Lust. So, und den nächsten Hirschen. Könnt eigentlich gleich noch ein Campfire machen, ne? Falls drückst du mal bitte den Kochtopf raus. Der liegt schon in der ganz linken Kiste. In der ganz linken Kiste, sehr schön. Ah, oh. War ja fleißig, du kannst weitermachen. Ja, war schon fleißig hier. Warte mal. Kochtopf. Dong. Dong. So. So, erstmal einen Schluck Sprit. Hey. Einmal einer auf dem Popo. Einer aufs Maul oder was? Den Schlafsack hatte ich hier rein und die rote Hose auch. Also den Schlafsack hast du in die rote Hose. Nein. Wo hier, ist rein, hier rein. In diese. Dankeschön. Genau. Na, hier rein halt. Sei doch nicht so unflexibel, hat Mensch. Hat wer ein Stückchen Holz oder noch ein Stückchen Couch für Wasser abzukochen? Ja. Ja. Ich schmeiß. Ach so, ich. Soll ich's rausschmeißen? Ja, warte. Ja, ist besser, glaube ich, ne?
Ich habe hier noch 19 Holz. Ich habe noch mehr, falls aber Footlocks könnte man in die mittlere Kiste gepackt. Ah ja. Da schmeiß ich dann auch mal hier das restliche Sofa-Zeug rein. So, ich koche hier mal 12 Wasser ab. Wo liegen wir eigentlich zeittechnisch? Mal so ganz blöd gefragt. Bei 20 Minuten. Oh. Oh, weia. Ja, Leute, dann, ihr wisst ja, was das heißt. Genau. Ihr Liebelein. Ach du Scheiße, das ist quasi der Rausschmeißer, oder? Ja, genau. Ja, Leute, okay, ihr habt's ja mitbekommen. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Wenn's euch gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen doch sehr freuen. Aber sowas von. Keinen Stinkefinger, ne? Nein. Und vor allem einen Daumen hoch, meine ich natürlich. Ja. Gut, dann sagen wir mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Bye, bye. Tschüss.